Hallo und herzlich willkommen, liebe Freunde, zu Minecraft. So, und jetzt hatte ich schon vergessen, was ich das letzte machen war, letzte Mal machen wollte. Und warum habe ich die Erde in der Hand? Vielleicht einfach nur so. Oh, und ich muss eine Menge machen. Das Werkzeug geht mir aus. Hi Bello. Ja, also eine neue Aufnahme. Und ich weiß nicht ganz genau, was ich das letzte Mal vorhatte. Ich weiß nur, dass wir hier irgendwie... Na, Tür zu, damit wir keinen ungebetenen Besuch haben. So. Ja, und der Baum. Der Baum, der ist immer noch. Ich glaube, ich muss da was machen. Boing, 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 boing. Ich glaube, ich muss Wasser holen. Fließt das, wo fließt das Lava da, dorthin? Okay, gut. Vielleicht fließt das irgendwo hin. Irgendwie habe ich das Gefühl, Achso. Dass das Lava das auch so runterspringt. Ich habe das Gefühl nämlich gehabt, dass von oben etwas runterfällt. Und das würde heißen, dass gleich da oben drüben was wäre. Und der Baum wächst einfach nicht. Und ich habe gedacht, der Baum wächst. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Nichts funktioniert hier. Wie sieht's aus hier? Okay. Auch okay. Gut. Auf jeden Fall wollen wir Werkzeug machen. Werkzeug. Und ich habe natürlich kein Eisen. Ich habe wirklich kein Eisen? Ich habe doch hier Eisen. Und da muss ich wieder welches herstellen. So, also. Ich habe dafür bald keine Stückchen mehr. Gibt's doch gar nicht. Eine Folge, in dem alles aus ist. So, die Spitzhacke. So, komm, dann machen wir jetzt alles hier. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 2, 3, 1, 2, 3 und 1, 2, 3. So, schöne Eisenspitzhacken. Jetzt brauchen wir noch Schaufel. Man weiß ja nie, auf was man trifft. Die Kohle stellen wir zur Seite, denn Fackeln haben wir jetzt zurzeit genug. Das Essen, die kann ich hier hochstellen. So, Holz haben wir auch genug. Kies und ein bisschen Erde. Und die Setzlinge, die werde ich wahrscheinlich einfach hier hinstellen. Denn wie gesagt, ich möchte schauen, ob es wächst. Ein Baum, ob der auch so unter Tag wachsen kann. Oder wachsen kann, wachsen kann. Nein, wachsen. Ob so ein Baum unter Tag wachsen kann. Und ja, dann sehen wir es dann. 42. Ja, sieht eigentlich gut aus. Nur, ich weiß, was ich mache. Ich habe nämlich nicht viel Zeit. Und ich würde gern, dass Bello, ja, so. Ich hätte gern, dass Bello oben ist, an der Hütte und nicht hier bei mir. So, komm mit Bello. Und außerdem kann ich dann gleich feststellen, wie ich hier runtergekommen bin. Na, ihr schon gar nicht. Das heißt, ich muss erstmal hier Fackeln setzen. So. So, Moment. Upsala. Fall bloß nicht ins Feuer, ich sag's dir. Na super. Bello ist genau drauf. Komm her. Komm. Komm her. Komm her. Hab ich gesagt, sollst du sitzen oder was? Ach, tatsächlich, komm. Hier. So, wunderbar. Komm, Bello. Ich muss da aufpassen. Irgendwann falle ich da selber runter, wenn ich mal so
angetrunken komme, dann sehe ich schon mich da hinfallen. Das ist das letzte Mal, dass ich dann angetrunken ankomme. Okay, wo müssen wir hin? Wo müssen wir hin? Müssen wir hier dorthin? Ich glaube, wir müssen hier hin, oder? Das war doch immer da, wo ich hier runtergefallen bin. Auf jeden Fall. Ja, ja. Upsala, so. Nein, ich will das so. Komm her. So und so haben. Da geht's rein in meine Hütte. Ja, ja. Bist du unter Wasser geraten, ja? Genau, und die hier auch. So. Ja, das heißt, ich muss... Boah, du siehst aber schmutzig aus. Du musst gewaschen werden. So, das heißt, dass wir hier da rein müssen. Und ihr geht's raus. Hallo? Geht zur Seite. So, ihr, ihr und ihr. Ja, und ihr geht's rein und ihr geht's so raus. Komm, Bello. Und wenn wir, uns versehen, ist die Zeit schon vorbei. Das wäre eine Aufnahmepause. Ja, ich hab's gesehen, ich muss dort hinten hin. Aber ich will nur schauen, was es hier gibt. Aber gibt's nichts. So, komm, gehen wir die Treppe noch hoch. Gehen wir die Stufen hoch. Baum, 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 baum. Und da hatte ich, glaube ich, irgendwie. Na. So. Okay. Also ein Skelett, den Skelett habe ich schon gehört. Oh. So. Ich hoffe nur, dass ich Creeper-mäßig frei bleibe. Oh. So, und jetzt kommt das Problem. Ich glaube, ich habe irgendwas hier. Ich glaube, dass ich irgendwo hier Mist gebaut habe. Versteht ihr? Ich glaube, ich habe irgendwo hier Mist gebaut. So, denn jetzt fange ich an, wieder im Kreis rumzulaufen. So. Jetzt fange ich schon wieder im Kreis rumzulaufen. Das... Oh Mann. So. Komm. Warum sieht die Fackel so komisch aus? Seht ihr? Ah, okay, 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 okay. Ich verstehe es jetzt. Kann sein, dass ich da hoch muss? Und ich habe es hier irgendwie total kaputt. Das kann ja nicht sein, ich habe doch nicht so kaputt gemacht, oder? So. Habe ich den Weg nachher nach oben so kaputt gemacht? Okay, da ist irgendjemand. Hallo? Jemand da? Ich tue lieber etwas essen. So. Bello, sei nicht so voreilig. Ja. Okay. Ich springe jetzt mal hier. So. Niemand da? Wo ist denn der schon wieder? Aber hier sind wir natürlich falsch.
Das wäre zu schön, um wahr zu sein. So, wenn ich hier runtergehe, laufe ich schon wieder im Kreis herum, oder? Ah, nein, laufe ich nicht im Kreis herum. So, also, da ist es also schiefgelaufen. Das hier muss ich wegmachen. Ja, beschwer dich nicht. Ich will endlich einen anständigen Weg hier machen, dass ich den Weg immer nach Hause finde. So, hier kann man auch. Ja, Bello, bald sind wir zu Hause. So, komm, komm, komm. So, wenn wir hier auch kommen, dann müssen wir es irgendwie schaffen, hier hinzukommen. So, komm. Oh, Mann, ey. Der kann sich aber auch anstellen. Okay, so. Und jetzt. Da ist ein Stein. Den habe ich gesehen. Den habe ich gesehen. So. Ich höre ihn, ich kann ihn hören. So, ihr geht's nach Hause. So. Boah, ich schreck mich doch. So. Kommst du, Bello? Ja, brave Bello. Wir bringen Bello nach Hause, da ist der Ausgang. Es ist Tag, wunderbar. Der Marathon, der muss demnächst weitergebaut werden. Kommst du, Bello? Ja, ich will, dass du zu Hause bleibst. Upsala, irgendjemand muss ja zu Hause bleiben. Und aufpassen. Unser schönes Haus, bald wenn der Turm richtig fertig ist. Ja, da freust du dich auch, oder? Ja. So. Ups. Also das war jetzt... Irgendwie habe ich da den Weg total kaputt gemacht. Total kaputt gemacht. Und dann wusste ich es nicht mehr, wie ich nach Hause kam. Ups. Dankeschön. Wer denn immer gekillt hat? Dankeschön. Kommst du? Ja, du freust dich auch endlich zu Hause zu sein, oder? Komm. Eigentlich sollst du draußen bleiben, ja. Nein, komm, 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 komm. Ja, ja. Bello? Ja, ja. Besuch haben wir nicht. Komm. Hier. Ja, komm, komm her. Komm her. Der hört nicht. Typisch Hund. Immer wenn er soll, hört er nicht. Oh, oh ja, habe ich mich erschrocken jetzt. Oh. Ihr wisst es gar nicht, wie ich mich gerade erschrocken habe. Ja, komm her. So, im Schatten. Du sollst im Schatten bleiben, nicht, dass du einen Sonnenbrand bekommst. Einen Sonnenbrand bekommst du nicht. Aber einen Sonnenstich. Komm. Bello. Komm her, Bello. Bello. Komm her. Oh, sorry an alle, die jetzt da... jetzt ohne Schmerzen bekommen. Das war nicht mit Absicht. Komm her. Kommst du endlich her? So. So, bleibst du stehen. Genau. Ja, da sollst du stehen bleiben. Hier gibt's keine Hüte für dich. Hier hast du den Regenschutz obendrauf. Ja, freu dich. Andere haben Unterschlupf und einen Baum. So, tatsächlich könnte ich hier... Na, vielleicht brauche ich die Kohle noch für irgendwas anderes. Habe ich noch hier Kohle? Natürlich nicht. Hier habe ich noch Kohle. So. Hier kann ich noch das ganze Eisen. So, ich nehme nur das mit, was ich wirklich brauche. Hier kann ich den Tintensack lassen. Und jetzt kann ich einfach brennen. Ja, also nicht nur unten brennt es, sondern auch hier oben.
7. Sehr gut. So, 7, 8. 8 habe ich gesagt. So. Und jetzt hier den Pflasterstein noch drauf. So, den Bello haben wir hier gelassen. Jetzt hoffe ich, dass ich in der Runde noch schnell schaffe, runterzukommen. Ja. Und dann machen wir dann ab der nächsten Folge ganz normal von da unten weiter, halt ohne Bello. Bello soll natürlich auf unser Haus aufpassen und nicht da in die Höhle schmoren, in der dunklen Höhle. So, wir haben hier eigentlich schon ein bisschen das Gebiet ziemlich verändert. So, mal schauen. Ich hoffe, dass ich schnell nach Hause finde, oder naja, nach Hause. In unser Arbeitsplatz finden. Irgendwo ist ja irgendetwas. Also, ich höre es doch die ganze Zeit. Da muss ich mich mal auch drum kümmern. So. Aber legen wir das Schwert gleich zur Hand. Hier jetzt runter. So. Wir können nur jetzt hier laufen. Springen, 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 springen. Springen, ja. Also, stopp. Und jetzt müssen wir hier hin. Genau. Ich glaube, wenn man zu viele Folgen vorab aufnimmt, so wie ich zum Beispiel, ab und zu mal, ja, ab und zu mal. Oh, seht ihr ihn? Dann kommst du hierher. Kommst du hierher? Aua, kommst du hierher? Nein, 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 nein. Kannst du dich um ihn kümmern? Aua. So. Und jetzt? Ha? So, und jetzt ist deine Zeit gekommen, du. Bogen wieder. So. Ja, kommt her, los. Wo seid ihr denn? Ja? Der hat ihr richtig. Ja. Und bam. Und tschüss. Ja, der hat hier richtig im Eingang auf uns gewartet. Da noch einer. Hey. Zum und tschüss. So. So können wir die auch loswerden. So, wir waren im Moment hier. Hier kommen wir zu unserem unteres Domizil. Da ist auch noch einer. Ja, Geronimo! Boah. So, und dann müssen wir essen. Und das Bäumchen, das wächst immer noch nicht. Das gibt's doch nicht. So. Was haben wir alles gesammelt? Ey, wir haben eine Kartoffel. War zwar nicht so geplant, aber hey, wir haben eine Kartoffel. Und einen Bogen. Den wir jetzt in dem Moment auch nicht brauchen. Und Knochen. So, und das nächste Mal können wir dann wieder hier ganz normal eine Aufnahme starten, ohne Bello. Und für uns. Und wie sieht's hier aus? Ja, wunderbar. Nochmal wunderbar. Ja, super. Ja, also das heißt, einmal auffüllen mit Lava als 64er Stack. So. Na, hier. Und jetzt, bevor ich hier nochmal. Haben wir Kohle irgendwo? Hier haben wir noch Kohle. 38. Wo haben wir Steine? Jetzt hier. 2, 3, 4. Und das machen wir. Also, bevor ich die Aufnahme zu Ende mache, oder bevor ich die Aufnahme aufhöre, möchte ich natürlich hier erstmal alles anzünden. Obwohl, machen wir sowieso Pause. Aber beim nächsten Mal, wenn ich starte, dann vergesse ich es vielleicht. 6, 7, 8, da. So. Und deshalb, wenn ich es jetzt mache, vergesse ich bei der nächsten Aufnahmestart. Ja, wenn ich total vorbereitet mit der nächsten Aufnahmestart, wenn ich total vorbereitet bin, dann vergesse ich es nicht mehr. So. Und jetzt hier. Mit dem Schwert in der Hand.
mache ich Aufnahmepause, wie angesprochen. Und ich hoffe, ihr seid dann das nächste Mal wieder mit dabei, wenn wir wieder weiter auf Ressourcensuche sind, wenn wir weiter Steine machen, um unsere Magieturm endlich fertig zu bauen. Danke fürs Zuschauen und ciao, ciao!